So könnt ihr den Abend in illustrer Gesellschaft verbringen, euch zurückziehen, wie ihr mögt, oder noch etwas anderes besprechen. Was wollt ihr tun? Wir fangen oben an, zu damit. Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Moment ist, aber mir behagt das nicht, dass Mira jetzt irgendwie gefesselt und nutzlos auf unserem Schiff ist. Ich denke, es wäre eine schöne Szene, wenn wir sie da freilassen, wo Rafim nochmal von Kor erwählt wurde. Du willst einen Eisbären in einem tropischen Wald freilassen? In Yolmiamat. Ich sage nicht, dass wir nicht nochmal wiederkommen können, aber jetzt gerade finde ich die Situation nicht gut. Also ja. Und Okay. ich meine, dieser Eisbär ist ja auch, sagen wir mal, mittlerweile ein bisschen übernatürlich. Nicht sehr chorgefährlich von dir. Aber sehr führunggefällig. In einem Wer heiligen weiß, was er Kampfrecht noch in der frisst? Natur. Ja, ihr könnt Mira dann abketten. Nach der Beruhigung von eurem Kadi kann sie dann auch vom Schiff gebracht werden und im Süden könntet ihr sie dann vorbei an den zahlreichen abgeholzten Bäumen und Baumstümpfen freilassen. Sie verharrt direkt am Strand, lässt sich nieder, setzt sich dorthin, legt sich dorthin und starrt auf die Ruinen vor ihr. Abelmir, was möchtest du tun? Ich würde gerne in Boron-Tempel gehen und eine Totenmesse für Rafim lesen. Ja, den hast du dir über die letzten paar Wochen auch sicherlich schon einmal angesehen. Die Hochwürden Raravia kannst du dann dort auch finden. Der Tempel ist jetzt schon voll mit einigen Flüchtlingen, die sich dort zurückgezogen haben, haben sich jetzt schon den richtigen Platz gesucht, damit sie dann auf alle Fälle, wenn es losgeht, eingeschlossen werden. So dass es eben alles super voll ist und Raravia sehr viel zu tun hat. Aber nach sicherlich einer halben Stunde, die du da stehst, kannst du dann auch die Kerzen von ihr gebracht bekommen. Und sie würde sich auch gemeinsam mit dir hinsetzen, wenn du magst. Kannst dann seine Heldentaten verlesen, seine zahlreichen Titel, die er erworben hat, und von den Geschichten aus dem Dschungel erzählen, als du ihn das erste Mal getroffen hast. Das würde ich machen, und vor allem, wie wir uns kennengelernt haben. In den Dschungeln, in den urtümlichen, bohren, ungefährlichen Pyramiden der Totenbeschwörer. Mit den Chumbis, Die genau. Chumbis. Und ja. Und du hast ihn später eingeladen zur Witwe Protz. Genau. Und ich würde ihn auch dann ja, 12 schwarze Kerzen für ihn spenden, irgendwie an den Bohrenteppich für ihn. Und ja, eine gehörige Spende da ist. Also, wozu brauche ich jetzt noch Geld? Irgendwie insofern. Ja, wofür brauche ich jetzt noch Geld? Aber Ja. mir bezahlt den Mann. Genau. Ja, also, das wäre jetzt, weil es ist eine eher stille Zeremonie. Also, jetzt, wo Klassisch die halt. Punina, still Genau, als genau. Alanfana mit Ja, das ist nicht so meine Rauschen. Zeremonie. Genau. Ich will den Bohren Seele, also Rafim Seele Bohren anempfehlen und hoffen, dass er Frieden findet, wo er sein mag. Ob im Ja. Chors Paradiesen oder in Bohrens Paradiesen. Mit einem stillen Lächeln denkst du zurück, als er dann auf dem Sofa von Witwe Prutz eingesunken ist, als die anderen von ihnen ihn das erste Mal kennengelernt haben, Ja, als du wie er ihn sich. mitgebracht hast als deinen Leibwächter. Und wie er gleich meinen guten Teppich ruiniert hat. Witwe Prutz, das Jahr des Feuers, Galotta, Die guten Kekse. schon alles so lange her. Plötzlich habe ich Hunger auf Kekse. Ja, hier im Bora-Tempel wirst du keine finden. Kannst dann noch so ein bisschen durch die Häuserzeilen streifen. Es gibt natürlich noch eine kleine Taverne zum Kraken hier. Da wirst du tatsächlich auch Kekse finden, aber die haben natürlich nicht diesen Hochglanz von Witwe Protz. Nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Oltax. Ja, da ich ja der Schochsuli bin und wir nur noch ein Stammesmitglied haben, also exklusive Gornach. mir natürlich, genau, Gonne, würde ich zu Gonne gehen und den zum neuen König salben und ausrufen. Ach ja, Rafim ist ja auch tot. Ja, natürlich. Und der Stamm braucht ja einen König. Gonne. Schochsul, nein, ich muss König sein durch Kampf. Ich Ja. kann nicht einfach sagen, ich bin König von Talf. Ich muss es mir verdienen. Ja, gut, ich habe Rafim mal besiegt. Dann bin ich jetzt König und jetzt schubst mich. Gonnach, schubst mich. Ich muss dich umbringen. Nein, Trak hat doch auch noch gelebt.
Soll ich dir die Haut abziehen? Nein, du sollst mich schubsen. Er holt aus und schubst dich. Du krachst durch deine Kajüte und auf der anderen Seite gibt es so einen kleinen Abdruck von deinem Hintern. Oh, 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 ich ergebe mich. Du hast gewonnen, Gonner, du bist stärker als ich. Du bekommst einen der 6 Schadenspunkte. Alles klar, nämlich. Ja, es fühlt sich jetzt nicht gut an, weil du nicht gelitten hast und so. Ich will ja was für deine Seele tun. Ich meine, du wirst ja sicherlich auch bald sterben, so wie ich. Und dann möchte ich, dass du möglichst große Qualen gelitten hast. Du hast ja nicht mal dein Ohr verloren. Oh, mach dir da keine Sorgen. Die Qualen werden noch kommen. Darf ich dir irgendwas abreißen? Nein. Okay. Ich hab eine Frau. Dann bin ich jetzt der König von Talf. Du bist jetzt der König von Talf. Du darfst dich so vorstellen und würdest du mir einen Gefallen tun, wenn wir auf das Schiff gehen und mir sollte was passieren. Kümmer dich um Abelmir. Ich weiß nicht mal, wer... Er ist schwach auf der Brust. Ich weiß nicht mal, wer Abelmir ist. Das ist der Strich in der Landschaft. Im schwarzen Kleid. Der so stinkt? Ja, genau. Nein, Moment, das ist Serpentin. Nein, Abelmir ist der mit der Narbe im Gesicht. Ist jetzt die Frage, ob er Schwefel meint oder Parfüm? Nee, er meinte schon Serpentilio oder mit. Der mit der Narbe im Gesicht, ja. Genau, okay. Pass auf den auf. Ich glaube, er wird noch eine wichtige Rolle spielen. Naja, ich... Wenn du weg bist, oder was? Ja, es muss ja dann einen neuen Schochsuli geben. Ich hoffe, du stirbst unter großen Qualen. Du auch. Danke. Ich hoffe selbstverständlich, dass ich nicht unter großen Qualen sterbe, aber... Ja, genau. Und so verbringe ich dann noch den Abend ein bisschen mit Gonner und dann halt mit meiner angetrauten Frau. Ja. Aber von der verabschiede ich mich morgen dann ausführlich, ja. Die Stunden vergehen viel zu schnell in den Armen von Ancrosminia. Serpentilio. Ah, ich wünsche euch etwas anderes als immer zu erzählen, aber Serpentilio läuft durch die Gegend, braucht Tränke, beschwört Dämonen, etc., etc. Okay. Dann verbringst du deinen Abend am 29. Raya mit Sortierleiding. Haldan. Du hattest gesehen, das Herz des Südens, Meridiana, wie es dort borkig am Rand der Stadt steht. Äpfel gibt's da. Da hängen Äpfel. Äpfel in allen Formen und Farben und Birnen. Also, da hängen Früchte runter. Zitronen, Orangen. Ja, das ist unheimliches Zeug. Mama hat auch immer gesagt, wir sollen nicht fremde Früchte essen. Dann wird einem nur schlecht von. Nein. Solche fremde Früchte fassen wir nicht an. Haldan würde sich hinsetzen und seine Fackeln anspitzen. Er muss sich jetzt ja auf den großen Kampf vorbereiten. Deswegen spitzt er nochmal seine Mistgabel an und macht seine Fackeln spitz. Okay, mit dem Schleifstein sitzt du dann da und... Ich würfe mal ein W20, wie erfolgreich er das macht. 18. Ja, spitz die Dinger. Okay, bei mir lag die 18, aber Haldan würfelt auf der Chatbox die 1. Gut. Ja, perfekt. Du schleifst dich in fast so eine Art Wahn hinein und dann geht der nächste Morgen auf. Du fühlst dich fit und erholt. 30. Raya, das Fest der Lichter. Ihr könnt erkennen, wie, wenn ihr dann aufgestanden seid, viele Kinder wird es hier nicht geben, aber die wenigen, die es gibt, werden sich am Hafen versammeln und auch die zahlreichen anderen Mitbewohner und auch Flüchtlinge werden alles mit Kerzen dekorieren, die auf den Häusern stehen, die auf dem Wasser schwimmen, die ja kleine hölzerne Schwimmgefäße, richtige Sturmlichter sind es nicht, aber so, dass sie eben nicht direkt ausgehen beim ersten Wasserschwappen. Und der gesamte Hafen, trotz dessen, dass die Sonne aufgeht und es bruttig warm ist, erstrahlt in dem Glanz von Tausenden von Kerzen. Ihr könnt sehen, wie ein Stier herangebracht wird auf den Marktplatz und dann vor aller Augen geschlachtet wird. Und man sich dann einen Schreiberling suchen kann, der dort irgendwo am Marktplatz rechts und links sitzt, es sind mehrere, und man dort dem Schreiber seine Sünden notieren darf, wenn man da nicht selber schreiben kann. Pergamente, die ausgegeben werden, und dann über den gesamten Tag kann jeder seine Sünden, die er im letzten Jahr vollbracht hat, dort aufschreiben und verbrennen. Das Fest der Lichter.
Kann ich eine zweite Seite haben? Du kannst selbstverständlich eine zweite Seite haben. Das ist zumindest das, was die Bevölkerung an sich tut. Wie gesagt, die Schlachtung eines Stieres wird vorne an so einer kleinen Sonnenuhr festgemacht und dann fährt ein riesiges Schwert hernieder, sodass er dann tot kollabiert. Und die Hinterhufen wird er dann nach oben gezogen, sodass dann das Blut auf den Platz läuft. Und dann nach und nach eben auch Hölzer herangebracht werden, auf das der Stier dann gegrillt wird. Relativ zu Beginn des Morgens, zur 10. Stunde, könnt ihr es auch noch donnern hören. Und wenn ihr euch in Richtung Westen umblickt, seht ihr, wie über die Landmasse ein weiterer Titan heranschreitet. Ein Wesen aus Stein, Grashmok angekündigt, der Emir der Berge, der sich nun zu seiner vollen Größe aufgeragt hat, die Brust nach draußen streckt, irgendwo in der Mitte Platz nimmt, neben Meridiana und dort wieder verharrt. Ein weiterer Meister der Elemente, der aufgetaucht ist. Nun gut, dann sollte ich jetzt auch meinen Teil tun und den Dritten im Bunde herbeirufen. Gonner, bringst du meine Sachen bitte zur Sulman? Kann ich machen. Gut. Die Kiste jetzt hier, ne? Richtig, das ist die Kiste und das da und ich glaube, Groscho kann ich bei dir lassen. Dem wird's gut gehen bei dir. Schnabel mir lässt du bitte auf das andere Schiff bringen. Ja, ich gehe jetzt rüber. Gut. Ja, und dann würde ich mich zu Dachmani aufmachen mit der Flöte und mich dann vorstellen. Du kannst auch erkennen, wie Branzarusch von einem der Kanonentürme herunterschwebt, der Feuer-Djinn, und wird dann auch ganz nah an dich herankommen, riecht an dir, schnuppert an dir, bläht die Nüstern, so dass kleines Feuer herausstiebt. Und betrachtet dann noch die Pfeife, die du dann in deinen Händen hältst. Nun, du spürst, dass er kommen wird, nicht wahr? Branzarus nickt. Boltax, ihr seid anwesend. Willkommen an Bord. Sehr gerne. Dies ist, das Schlüsselgefäß, mit dem ich den Meister herbeirufen werde. Ich wollte gerade sagen, ihr hattet etwas von Sorak gesagt, dem Vulkan. Ja. Hm. Er hat es mir dort gegeben mit der Aufgabe, eine Stadt niederzubrennen, was wir unlängst getan haben. Damit wäre mein Teil des Paktes erfüllt und er wird sich sicherlich freudig unserer Sache anschließen. Nun, freudig. Ein Djinn des Feuers hat immer ein Opfer, was benötigt berührt. Und ihr sagtet, ihr habt eine Stadt geopfert, aber ich denke schon, dass er auch von uns Opfer haben möchte. Nun, ich kenne das. Wahrscheinlich wird mir gleich sehr warm werden und die Flammen werden über meinen Körper lecken. Vermutlich einige Verbrennungen. Ich werde mich vermutlich konzentrieren müssen, aber gucken wir doch einfach mal, was passiert. Wir sollten vielleicht nicht auf einem Schiff stehen, wenn wir das Ganze tun. Nein, das sollten wir vielleicht nicht. Branzarusch wurde auch nicht dir beschworen. Herbeigerufen. Verzeih, Branzarusch. Aber, Boltax, ihr ruft einen elementaren Meister herbei. Normalerweise tun wir dies in einem Unitatio mit, sagen wir, 20 Leuten. Ach, Papalapap, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich einen Meister herbeirufe. Ich habe auch schon einen grauen Mann herbeigerufen. Ihr dürft ja nicht vergessen. Und seid dabei ertrunken. Nein, ansonsten wäre ich doch jetzt nicht mehr hier. Voltax, es ist ein elementarer Meister des Feuers. Nun, ja, aber vertraut mir. Und meine Magie ist etwas anders als die der Gildenmagier, denn ihr dürft ja nicht vergessen, meine Macht kommt von Sumuda selbst. Und in diesem Kontext wird es mir auch nicht so schwer fallen. Abvertrauen. Und ich bin zumindest froh, dass wir Meridiana bereits herbeigerufen haben. Ihr werdet seine Hilfe brauchen. Nun, wir werden sehen.
Wir werden sehen, wenn es soweit ist, nicht wahr? Ich biete euch trotzdem den Unitatio an, wenn ihr wirklich meint, dass ihr es ohne... Selbstverständlich, ich kriege das hin. Na, so gut. Ja. Gehen wir nach draußen vor die Stadt. Richtig, dann würde ich mit dem entsprechenden... Also, natürlich dürfen gerne so viele Leute zugucken, wie sie möchten, denn Vortex ist von sich selbst überzeugt. Ja, es werden auch, zumindest von der Sulman werden alle runterkommen. Vielleicht bleiben 2-3 Magister noch an Bord, aber die ganzen Lehrlinge und der Großteil der Leute wird dann nach unten kommen und dir dabei zusehen. Immerhin, also elementare Djinne beschwören, das können die, und Geister und oder Mindergeister, das ist auch nicht das Ding. Aber Meister sind immer einzigartig und müssen, ja, also du hattest es selbst angesprochen, dass Ndras, der Meister des Erzes, von Wüstenelfen beschworen wurde, in einem Unitatio, der 100 Elfen umfasste. Die Geschichte, die du vor einigen Tagen erzählt hattest. Ja, du versuchst jetzt den Meister von Sorak herbeizurufen, also... Ich habe im Übrigen auch Abelmir eingeladen, dass er mal sieht, wie das mit einem elementaren Meister des Feuers wirklich funktioniert, wie man mit Feuergeistern umgeht. Okay, ich würde es gerne mal anschauen, ich bin neugierig. Wie er verkackt irgendwie. Alles klar. Wow. Ja, natürlich, klar. Gut, ich denke mal, wir machen das ganz klassisch. Ich werde natürlich in die Pfeife reinblasen und dann die Beschwörung bzw. Herbeirufung in dem Fall durchführen, der Meister der Elemente. In diesem Kontext, ich habe kein Musizieren. Ich denke, das braucht man dafür. Also wie hoch ist der Malus, den du mir auf den Meister der Elemente gibst? Gib mir erstmal deinen Meister der Elemente und danach kannst du deine Musizierenprobe würfeln. Okay. Dann alles klar, kriegst du hier den Meister der Elemente. Ich habe jetzt nicht erschwert oder erleichtert, das wäre plus 10. Mhm. Du hast zwar keine Helfer in einem Unitatio, aber die Sphären wurden schon so weit in der Vergangenheit auch aufgemacht, dass man weiß, dass er da ist und dass er wartet. Mhm. Da würde ich dir eine kleine Erleichterung geben. Wie ist die Erschwernis für den Meister an sich? Ich schau gerade nach einer Sekunde. Das kommt ganz drauf an. Nee. Also ich werde auf jeden Fall Geschenke bereitgelegt haben. Ich werde Feuer in möglichster Reinform bereitgelegt haben. Das wäre natürlich sehr, sehr suboptimal, wenn das neu aufgebaute Miamat, was ihr jetzt über 3 Monate aufgebaut habt, Meister des Feuers, Sturm aufgeht. Genau. Warum steht hier keine Beschwörungsschwierigkeit? Weil die individuell ist. Ja. Ist das nicht irgendwie sowas wie 14? Also, nein. Das ist plus 12, meines Wissens nach. Beschwörung. Nee. Das kommt tatsächlich drauf an. Lass mich jetzt selbst mal nachgucken. Ich habe gerade das WDS offen, das WDZ. Hier steht keine Beschwörungsschwierigkeit. Was ist das? Also, ein Djinn ist plus 8 und ein Meister ist plus 12, meines Wissens nach. Wo ist denn das aufgeführt? Denn bei den Djinnen steht's nicht. Regeln zur Beschwörung. Blablabla. Ach, hier oben ist eine Tabelle. Es ist eine plus 12. Plus 12, alles klar. Ja. Du hast Geschenke bereitgelegt. Genau. Du hast Hilfe, dann soll das gelingen, ja. Jo, alles klar. Aber ich würde dann die Musizierenprobe würde ich dir trotzdem. Also da alles will ich. Klar. Da will ich. Das ist ein Meister, den du jetzt über eine Flöte rufst. Hast du vorher Flöte geübt? Nein. Du hast die seit wie lange? Seit über einem Jahr? Nein, nicht ganz einem Jahr. Halben Jahr. Okay, Musizierenprobe. Du hast selber Schuld. Ich wollte da nicht drauf spielen, musizieren. Weil ansonsten rufe ich ihn vielleicht versehentlich herbei. Musizieren plus 7. Plus 7. Ich habe Musizieren nicht als Talent. Was kann ich als Ausweichtalent nehmen? Charisma? Erstmal plus 7 dafür, dass du ableitest auf ein Attribut. Und dann hatte ich eben gesagt, plus 7 Drittel sind... Plus 2 nochmal, also... Also plus 9. Plus 9, Charisma plus 9. Alles klar, ich habe meinen Schicksalspunkt noch, also alles gut. Wo nimmst du denn das Element her? Ich habe hier einen riesen Fackel, also einen riesen... Charisma, sorry. Ja. Ich werde sowieso schippen müssen, also... gucken wir, Charisma plus 9. 18. Yo, ship. Fehlen 13 Punkte. Ah, okay. Vielleicht.
Also, wird's ja noch was? Nein, wird's nicht. Also er kommt, du bläst in die Pfeife rein und er kommt. Moment. Crit erzwingen? Ja, wir haben's heute gehabt. Ich glaube, ich verbrenne meinen Schicksalspunkt an dieser Stelle, um den Crit zu erzwingen. Wirklich? Ja. Ich sehe uns nächste Woche nicht bis zum Ende kommen. Bis ans Ende des Dungeons. Ich will meinen überheblichen Ego-Masche Rechnung tragen. Ich verbrenne den Chip und erzwinge den Crit und rufe ihn herbei. Du siehst, wie die restlichen Bäume um dich herum anfangen zu qualmen. Weißer Qualm, der aufsteigt. Es wird warm, wärmer. Wir haben den 30. Raya. Einer der heißesten Tage des Jahres, neben dem ersten Paios. Und du siehst, wie dann die Bäume sich von selbst entzünden. Du siehst, wie ein Feuersturm, den du erst selbst vor 2 Tagen gewoben hast, was vielleicht auch dienlich sein könnte bei diesem Herbeirufen, entsteht gewaltig groß. Und dann schreitet aus dem Nichts, durch die Sphären aufgefächert, der Meister von Sorak herbei, der Splitter von Glost. Ein gewaltiges, brennendes Wesen. Es ist keine Holzkohle, es ist einfach nur schwarz und rot glühend, gelb leuchtend, die Hitze ist brutal. Wärst du kein Zwerg, klar, du bist nicht an der Schmiede aufgewachsen, aber deine Haut ist trotzdem härter als die eines Menschen, würdest du jetzt verglühen. Du bekommst trotzdem, du hättest jetzt 20 W6 Schadenspunkte bekommen, die aufgeteilt werden auf alle Mitglieder im Unitatio-Kreis. Du kannst mal spaßeshalber deine 20 W6 würfeln. Alles klar, mach ich. Aber du hast den Crit erzwungen. Ja. Das wären 54. Das hätte ich überlebt. Das hättest du überlebt? Das hätte ich überlebt, ja. Krass. Egal, alles cool. Ja. Den Crit erzwungen, also... Wenn man meint, dass du so ein Meister, du hast Hilfe neben dir sitzen, die jetzt aber auch mit staunenden Augen auf das Ding blicken. Du siehst wohl auch, wie sich Meridiana selber bewegt und misstrauisch und mürrisch in die Richtung des Feuerwesens blickt. Graschmog scheint ihm wohl einfach nur Steinen zuzunicken, ein angedeutetes Nicken. Und der Splitter von Klost bleibt dort einfach stehen, blickt dich an. Hast du Wünsche an mich? Steh uns bei in der Schlacht und lass verheerendes Feuer regnen auf die Schiffe, die da kommen werden und gegen uns ziehen. Sei eine Flammenwalze und sei immer da an unserer Seite, wenn wir dich brauchen. Schiffe und Dämonen, knackt er mit prasselnder Stimme. Und er verharrt ebenso wie Graschmog und Meridiana. Ja, ich berühre ihn noch einmal. Ich nehme gerne auch Schaden dafür, um diesen Wunsch zu bestätigen. Ich nehme einfach mal 3W6 Schaden. Ich denke, das ist angemessen, wenn ich kurz meine Hand in seine Richtung ausstrecke. Das hat mir in Sorak ja, glaube ich, auch gehabt. Da hast du auch Schadenspunkte bekommen. Ja, du hast ja jetzt nicht die 54 verloren. Das war eine theoretische Probe. Ja. Die 20W6, weil du den Crit erzwungen hast, die 1. Und ja, damit ist das eben auch geglückt. Ob das jetzt sinnvoll war, musst du selbst wissen. Ja, ansonsten wäre ich hier vielleicht gestorben. Der Splitter von Gelost. Du hast ihn gerufen und er kam.